mache jetzt heute mal eine besondere Session. Ja. Erstmal an alle, herzlich willkommen an alle Präsenten, die jetzt vielleicht schon hier sind. Mein Name ist Markus. Melanie läuft gerade draußen rum. Und danke für dieses komische Geräusch. Könnte es mal mitgewesen sein, das was runtergefallen ist? Was das war, das interessiert mich nämlich jetzt. Was ist denn jetzt hier vor? Okay. Mal gucken, ob das Rad in der Taschenlampe da was ist. Stativ. So. Jetzt erst einmal nochmal hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus. Wenn hier schon Präsenzen da sind, die gerne mit uns reden möchten, seid ihr herzlich willkommen hier. Und damit darf ich schon jemanden begrüßen. Wenn ich jemanden begrüßen darf, ja, wen denn? Ich habe extra auch alle Lampen ausgeschaltet, um euch das ein bisschen einfacher zu machen heute Abend. Mit der Nachtsichtkamera hier dann auch zu arbeiten. Darf ich mal fragen, wie viele Präsenzen hier sind? Ich muss halt schauen, ihr habt auch eine schöne Burg hier. Bin beeindruckt. Mach an der Reihe mit der Nachtsichtkamera mal einen kurzen Rundgang und gleichzeitig eine Spiritbox-Session. Ja. Wir werden also mehr Sachen probieren, mit euch Kontakt aufzunehmen. Wir haben auch schon Erfahrung gemacht, die einen können mit dem Programm hier gerade arbeiten und die anderen nicht. Und die anderen mit einem anderen Programm. Okay, jetzt hat man mal die Frage, wer ist hier? Wenn ja, wer ist hier? Gibt es hier irgendwelche Präsenzen? Wenn ja, welche Art von Präsenzen gibt es bei euch? Gibt es auch Wesen, die hier mal als Hexer verurteilt worden sind? Wen meinst du denn? Okay. Deswegen frage ich ja nach, ob ihr irgendwelche Wesen hier habt. Sag mal ein paar Namen von den Wesen. Weil die Burg ist ja bekannt, dass hier ja Hexenprozesse stattgefunden haben. Second.
sogenannten Hexenheer. Hier diesen Turm? Wer war denn alles hier? Wer guckt hier? Ich meine, ich weiß, irgendwie war, da weiß man ja, dass das dass ausgemachter Unsinn war, diese Hexenverfolgung. Und die Toten werden ja mittlerweile auch bedauert. Beweis? Beweis ist alles, okay. Ist halt schlecht, jetzt hier vor Ort zu beweisen. Was für ein Beweis bräuchte ich denn dafür? Nachher kommt auch noch Melanie wieder dazu hier. Wie gesagt, wir probieren das heute mal aus, ob ihr euch hier besser wohlfühlt. Ich kann ja auch dann nochmal ausprobieren, auch ganz einfach mal mit Konzentration die Spiritbox zu geben. Wenn ihr euch das dann irgendwie lieber ist. Wie viele Präsente sind denn hier? Sind männliche Präsenzen hier? Weibliche Präsenzen? Was ist das? Wie viele weibliche Präsenzen sind denn hier? Jetzt wird es hier richtig mal gut kalt. Gut, es ist generell im Moment kalt hier. Sind diese Präsenzen hier direkt bei mir? Du siehst sie. Wo ist sie? So. Gib drauf Acht. Wo seid ihr denn? Seid ihr rechts von mir? Seid ihr rechts von mir? Seid ihr links von mir? Könnt ihr euch irgendwann in der Kamera zeigen, als Schatten, zum Beispiel hier an der Wand, so wie es mein Arm ist, ein Schatten war? Warte. Okay, wir werden jetzt gerade auf die kalte Rücke runter. Was hier vom Tisch verschiebt oder in den Stein reinschmeißt. Oder ganz einfach, wir haben zum Beispiel vorne am Eingang haben wir unsere Bewegungsmelderlampen wieder aufgebaut. Einfach mal darüber gehen und dann sollten die sich einschalten. Sollten eigentlich, wie gesagt, durch die Feuchtigkeit gehen sie mal wieder nicht. Wie gesagt, ihr habt ja eine schöne Burg. Wisst ihr ja dann auch, wann diese Burg gebaut worden ist? Oder wer hat denn hier auf der Burg alles gelebt? Let's see.
seid ihr denn? Wo liegt denn eure Zwischenwelt, wenn ihr dort seid? Oder warum seid ihr denn noch hier eigentlich? Warum könnt ihr denn eigentlich nicht ins richtige Bett gehen? Wer ist denn alles dort in eurer Welt? Sind dort auch die Tierwesen, also die Tierseelen, sag ich mal? Sind hier auf der Burg auch andere Wesen? Wenn ja, was für Wesen sind noch hier? Habt ihr lieber bei mir hier Licht einschalten oder sollen wir es so dunkel lassen? Zuschauer, hier in diesem Moment komplett dunkel, aber ich arbeite hier gerade an der Nachtsichtkamera mit Infrarotlicht. Deshalb ist es hier noch so hell. Für euch ist es so hell. Für mich hier ist es dunkel. Ich hoffe, dass den Präsenzen das so gefällt. Deshalb nochmal die Frage: Wer ist alles hier? Spürst mich. Wo bist du denn, wenn du sagst, spürst mich? Ja, ich bin hinter mir. Bist du hinter mir? Ich bin nicht. Wo bist du denn? Vor mir an der anderen Kamera? Schön. Gut. Wann seid ihr denn geboren? Wisst ihr, was für ein Tag heute ist? Genau. Welchen Tag haben wir denn heute? Wir können auch ein kleines Spiel machen, zwar mit Farben erkennen. Vielleicht könnt ihr mir da auch beweisen, dass ihr das seid. Damit ich meine Taschenlampe hier finde. Macht nichts, ja. Warum willst du denn nicht sagen? Wir tun euch nichts. Wir sind wirklich nur neugierig. Könnt ihr mir sagen, wo ich meine Taschenlampe hingelegt habe? Ich finde den nicht mehr. Das wird interessant, ja. Ah, da ist er. Jetzt habe ich auch ein bisschen helle gemacht da. Okay, danke. Eine Lampe ist gerade eingegangen draußen.
Vorne Okay, danke. Ist jetzt auch wieder ausgegangen. Weil da habe ich jetzt mal die Peace. Dankeschön. Ein Alarm haben wir dann mal schon. Okay. Den machen wir mal ein bisschen dunkler. Da geht nachher am Sonntag wieder aus. Oh, da ist der Blablabla. Ah, das ist. Das ist mal alles. Hoppla. So, das haben wir ausgemacht wieder. Könnt ihr das mit den Kameras nachher auch mal tun? Mit den Abend auch mal tun? Weil blöderweise hat sie ja kein. Flughafen ist dabei. Okay. So, hallo ihr Liebe, da bin ich wieder. So. Jetzt können wir ein Stückchen hochlaufen zur Burg. Dann suchen wir unser ruhiges Plätzchen hier oben. Wo wir alle Seelenruhe in aller Stille quatschen können. Ohne diese Lautsprecher, wo Markus hat. Also, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mit mir gehen möchtet. Und wenn wir hier oben fertig sind, dann gehen wir zu Markus. Oder ob ihr zu Markus quasi hier drin bleiben möchtet. Wir hatten hier alles gelebt auf der Burg. Was lebe hier schön gewesen. Könnt ihr mal sagen, diesen Bereich, wo ich mich hier gerade finde, hier auch Feste gewesen. War vor kurzem hier im Feste, da steht ja noch ein Zelt. Wenn ich hier jetzt so rumlaufe, könnt ihr gerne die Kamera reden. Leider höre ich das nicht vor Ort. Das müssen wir erst später auswerten. Also, wenn ich jetzt keine Antwort gebe, tut es mir echt leid. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt munter drauf losreden. Ich will jetzt mal hier ein Stückchen laufen. Also ich muss euch schon sagen, diese Burg ist hier wunderschön, tatsächlich, so ihr Liebe. Man sieht auch hier einen Übersichtsplan. Mal Frage, findet ihr das Wetter hier auch total, ich sag mal so, nicht toll, eher beschissen?
Oder mögt ihr eher dieses nasskalte Wetter mit leichten Regen? Vielleicht könnt ihr auch durch diese leichte Regen besser kommunizieren mit uns. Ist das richtig so, dass quasi Wasser das fördert? Wunderschöne Brücke. War das hier oben der Burgbrunnen gewesen? Sieht mal so aus. War das hier irgendwelche Räume gewesen, die er gelebt hat? Ah nein, da steht es, Burgkapelle. Und hier in dieser Burgkapelle auch Hochzeit und so stattgefunden. Bestimmt hier die Brunne gewesen. Das muss ich einfach rein. Wer war vor mit mir alles mitgelaufen? Die, wo mitgelaufen sind, seid ihr jetzt hier? Wir haben hier am Eingang haben wir Lichtbildchen dran. Wir tun euch nichts. Wenn ihr drüber läuft, gehen die nur an. Dann wissen wir auch, dass ihr hier seid. Ihr könnt die Deko natürlich auch gerne benutzen. Für Ja- und Nein-Frage. Sag mal, zweimal angehe ist Ja, einmal angehe ist Nein. Ist jemand hier? Wer ist denn hier? Könnt ihr mal euren Namen sagen? Ist einer.
Ihr dürft uns nicht böse sein, wenn wir nicht gleich alles so verstehen. Das meiste verstehen wir in der Auswertung. Bist du männlich oder weiblich? Die Presse, die vorhin bei mir war, die hat das auch bestätigt hat eigentlich. Ist die doch da? Wenn ja, wo ist sie denn? Sie verstand es nicht. Welche Präsenz ist denn hier drin bei uns? Ich bin jetzt am Kessel, ne? Ich meine, es ist zwar schon kalt, aber ich bin nicht kalt. Boah, ich glaube, diese Kopfhörer ist mir los. Ach, die ist hier drin im Moment noch kälter? Ich meine, es ist zwar sowieso schon kalt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird auf einmal kälter hier. Wer ist denn hier bei uns? Bist du hier? Bist du im Hexentum verurteilt worden? Ich muss die Seite verkehrt denken. Wenn du verurteilt worden bist, was für eine Strafe hast du bekommen? Kannst du mir sagen, aus welchem Jahrhundert du kommst? Vor oder nach 1600? Ich bin ganz kalt, Amigo. Ich guck gerade so durch.
zwar du, aber an der Stelle muss ich mal gerne mitkriegen, ist aber nicht ganz. Wer ist denn hier heute? Ah, hallo, auch an dich. Ich bin der Markus. Ich bin die Melanie. Wir wollen nur mal ein bisschen mit euch quatschen. Ihr könnt natürlich auch Fragen an uns stellen. Wahrscheinlich kannst du uns da auch irgendwo rinkommen. Da muss es jetzt, wir haben hier auf dem Fenster. Das ist aber so rinkommen und jetzt so. Ich gerade wieder. Okay, ist jemand von euch hier heute Abend? Hey, hey. Ja. Wie viele Präsenzen sind hier aktuell? Was für Präsenzen sind denn hier? Hi Leute. Ja, auch mal Hi zu euch. Hi. Wir haben uns jetzt euch vorgestellt. Könnt ihr euch auch mal euch vorstellen, wer ihr seid? Was ist denn furchtbar? Wollt ihr ein Spiel spielen? Ich habe da hier ein paar Farbe. Auch. Wie hart ist denn das? Das ist einfach ein Stichtag. Könnt ihr vielleicht sagen? Geht das? Ja. Gut. Was eine Farbe das hier ist? Was für Farbe zeigt Melanie hier jetzt heuer euch? Ich mach mal eine andere Farbe. Was für Farbe ist das? Ja, eine schöne Farbe ist es, richtig. Ja? Was für Farbe ist es denn? Du hast auch gerne, ne? Ja. Du Tipp. So, was ist das? So, Farbe, wenn er legt noch eine Farbe hin. Was für Farbe ist das? Für dich? Was ist halt die Farbe, wenn man nicht befahren wird? Das verstehe ich nicht. Also Farbe ist das? Ist das blau? Ist das grün? Ist das rot? Könnt ihr Farbe überhaupt erkennen? Neue Farbe für euch? Können wir sagen, was für eine Farbe das ist? Also ich finde das eine schöne Farbe. Wie viel geht die? Auch so was. Ja. Okay.
Und dann mögt ihr diese Farbe lieber. Weil die habt ihr gesagt, die findet ihr schön. Auch. Okay. Gut. Soll ich euch nochmal die Farbe zeigen? Was für Farbe ist das? Wie gefällt euch denn die Farbe? Gibt es dort, wo ihr seid, mal Farben? Was für Farbe haben wir denn jetzt hier? Was war denn eure Lieblingsfarbe? Vielen Dank für die Reaktion bei dem Farbentest. Dankeschön. Das ist schade, dass du nicht drin stehst. Der da. Das ist der da. So, der sieht man nicht in der Brille. Sieht da drin auf. Oder was meint ihr? Braucht eine Brille dran oder schämt sich? Brauchen wir doch nicht, oder? Da schon so rausgehen, schien mir der Ausdruck nicht so wahr. Könnt ihr mir sagen, aus welchem Jahrhundert ihr kommt? Aus dem Mittelalter oder eher so ab 16. Jahrhundert? Oder 15. Mach die Frage nicht so. Das ist andere Seite antworten. Ja, nee, das ist so. Das will ich auch schon gut. Wie gesagt. Wann habt ihr denn gelebt? 15. Jahrhundert? 16. Jahrhundert? 17. Jahrhundert? 14. Oder sogar das 18. Jahrhundert? Wart ihr an den Urteilen beteiligt, als die Hexenprozesse hier liefen? Sieht gerade euer Bild, fällt mir gerade auf, Arin. Oder habt ihr sogar tatsächlich die Frauen, die ihr als Hexe bezeichnet hattet, hier auch gequält? Habt ihr daran an diesen Hexenkult geglaubt? Oder gab es andere Gründe, dass er die Frauen gequält hat? Sind solche Frauen hier, die gequält worden sind? Ja. Könnt ihr mir die Namen nennen, die hier sind? Christa. Hab ich das richtig verstanden? Christa? Ja. Und Schluss, Candy. Ja, Mann. Das ist gut.
Gut. So, okay. Ja, okay. Wieso werden das Fernsehen so Glocke leiten? Ja, das gell? Das heißt immer noch. Ja, dann muss man hin. Oh, ajo? Das hätte ich von so schon. Ich weiß es jetzt, aber. Ja. Habt ihr dort Glocken? Wir hören hier was im Lautsprecher, das sich anhört wie Glocke läut. Ich weiß. Werdet ihr zu was gerufen? Frieda. Hat das Glocken geläut, damit zu tun, dass der 30-jährige Krieg beendet worden ist? Das wird immer lauter. Sind hier Soldaten vom 30-jährigen Krieg auch? Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir jetzt ist es weg. Krass, oder? Oder sind hier Frauen und Männer, wo gefangen waren auf der Burg? Das war richtig, das glaube ich, geläutet. Jetzt ist mein Netz immer wieder. Wo sind denn die Frauen hier gefoltert worden? Zu was sind die verurteilt worden? Ihr könnt auch gerne hier reinkommen und deutlich mit uns reden. Ich sage das im Lautsprecher. Ich weiß, es ist ein Gebild, wenn Metall auf Metall schlägt. Das ist Glocke geläutet, ist jetzt Glocke. Ich muss gerade wie mein Metall auf Metall schlagen. Dann mache ich eine Auswertung, ich habe jetzt nichts mitgekriegt. Das ist schon immer wieder. Nur proben wir jetzt, das Glocke geläutet ist weg. Also ich habe das nicht hingebildet, das hat wirklich auch geläutet. Guten Tag. Guten Tag, wer ist denn hier? Hallo? Gehst nicht weg. Super, das finde ich schön. Wie ist denn dein Name? Robin, ja. Robin? Ciao. Wer? Was ist denn Robin? Hallo, Robin. Hallo, Robin. Warst du ein Soldat gewesen? Nein. Warst du ein normaler Bewohner hier? Ja, nein, nein. Was war deine Funktion hier? Du kannst uns auch gerne was fragen. Wenn du Hilfe brauchst, können wir dir bestimmt helfen. Und uns mal sagen, was los ist, vielleicht können wir dir helfen. Ja. Oder hindert dich jemand am Rede? Gibt es, weil wir andere Ermittler haben, immer so das Gefühl gehabt, dass es jemanden gibt, der irgendwie nicht haben will, dass ihr mit uns kommuniziert? Gibt es da tatsächlich jemanden? Wenn ja, wer ist denn das? Vielleicht können wir mit dem reden, dass er vielleicht doch
mit uns in Kontakt treten dürfen. Ja. Wenn ihr zu uns reinkommen wollt, kommt ruhig rein. Ihr braucht keine Angst vor den zwei Lampen da vorne haben. Die gehen zwar an, aber die tun euch nichts. Wenn ihr möchtet, kann ich das gerne für euch mal kurz demonstrieren. Dass ich euch nichts mache. Ihr zeigt den nicht nur an, wenn ihr da reinkommt. Oder habt ihr Angst vor nicht? Komm einfach rein. Probiert's einfach mal. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, es zu probieren, aber... Ja. Das reicht nicht wahrscheinlich. Soll Nella dir jetzt mal vorführen? Dann sag einfach ja. Ansonsten probiere ich jetzt nochmal ein anderes Programm aus. Ich gehe einmal raus, dann warte ich kurz draußen, bis sie aus sind, komm wieder rein, okay? Da seht ihr auch, dass er keine Angst haben braucht, ja. Ihr könnt einfach drüber laufen. Genau. Genau. Schaut genau hin. Da, die Eier ist Wildmuschel gar nicht. Es kann diese Feuchtigkeit sein. Ja, es kann sein, dass diese Feuchtigkeit, dass sie da nicht gehen. Mist, ja. Habt ihr es wahrscheinlich schon probiert, ne? Okay, die vordere geht. Jetzt braucht ihr nur kurz Tasche, weil die hintere geht und sie. So, ich werde jetzt gleich die Sachen hier fertig machen. Melanie wird mit euch weiter noch sprechen. Okay, jetzt könnt ihr das probieren. Beides aus. Probiert's mal. So, pass doch auf. Was hast du gemacht? Nix. Und der war klar, pass doch auf. Vorher bin ich auf den Absatz gedreht. Stimmt, ja. Oh. Ach ja. Also ihr könnt es jetzt mal probieren, ob es funktioniert. Was suchst du am besten mal an der untere? Probiert. Kein Problem. Wenn es nicht funktioniert, reicht das schon Energie nicht. Oder es liegt im Moment an dem Nieselregen, was wir haben, tatsächlich ja. Draußen. So ist es. So. Findet ihr das wieder eher schön oder blöd? Ich weiß, was blöd für das Bild. Das sag ich ganz ehrlich. Ist so, sicher. Ach so, ja. Ist blöd, ne? Das Wetter. Gibt es bei euch in eurer Welt auch Regen, Wetter oder irgendwie oder irgendwas Ähnliches? Ich weiß, das geht. Das geht immer wieder auf. Bullshit. Riecht nicht mal. Oh. Seid ihr vorhin mit mir mitgelaufen? Das ist blöd. Wir können es jetzt halt leider nicht ändern, wir würden es gerne machen, dass es besser ist, aber. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir das ändern können? Geht was? Das geht. Ich habe noch eine gute Idee gehabt. Das ist halt immer das Problem, wenn ich das so mache, weil ich muss ja auch draußen was sehen können. Und ich muss jetzt mal die Burg was rum, weil ich bin sterblich? Ein bisschen sterblich. Wie sieht es denn bei euch aus? Wo seid ihr im Moment? So, versucht jetzt noch einmal drüber zu gehen, weil ich brauche die Kamera jetzt im Moment wegmachen. Der Omen. Wo
Oh, mach schon. Okay, dann mach ich es weg. Na gut, mach's weg, Mann. Ich weiß, es ist ein bisschen problematisch. Möchten wir uns dafür entschuldigen, es hat eben geregnet, dann hält hier die Kamera die Lappen nicht richtig. Mach das weg. Mach mal nachher wieder weg. Mach da keine Angst zu haben. Wir räumen alles wieder weg. Machst du mich dran schon mit Auto? Aber ich bin von dir eh noch einer. Ein bisschen vorsichtig war halt durch. Das ist jetzt nur das Holz und so, das ist um die Stellen, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ja, wir gucken schon. Markus sagt, dass er guckt, genau. Das Problem ist, dass jetzt im Moment der Spaß die Stadt umgebaut kriegt. Ja, kann man nur wieder lachen, ja. Ich muss auch denken, Zukunft den Zacken mitzunehmen. Du hast schon mit den Zähnen. Ja, das ist selber nicht, ob der abgekocht. Ich hab jetzt noch kaputt gemacht. Was? Wenn ich ein Schulwäsche bin, die Taschenlampe noch dazu mache, aber das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Das ist schon langsam sogar leichter Schnee, was wir hier haben, muss ich feststellen. Den Film bringen, ne? So, jetzt haben wir auch super Licht. Finde ich eigentlich ganz gut. Der trägt da mit der Taschenlampe. So, erst einmal, wer läuft denn mit mir mit? Kommst? Das finde ich cool. Da bin ich wenigstens nicht alleine. Einer. Wo bist du denn im Moment? Ein paar Aufnahmen noch von eurer schönen, wunderschönen Burg. So, laufen wir mal weiter. Haben wir einen Trick gemacht jetzt mit dem Autofokus. Wir haben den jetzt ausgelassen, ausgeschaltet. Wer ist denn mit dem Hände dabei? Könnt ihr mir sagen, wo sich das hier lohnt? Sag mir mal, wo ich hingehen soll. Bin ich hier auf dem einen Weg? Nochmal der Hexenturm.
ihr die komischen Streikgeräusche? Sag mir mal, wo ich hingehen soll. Soll ich reinkommen? Wahnsinn, ja, klar. Ich lauf mal hier weiter. Auf jeden Fall, komm mal in die Burg rein. Was sind die Schreigeräusche? Wer ist denn das, was hier so schreit? Ich würde auch gerne mal EVPs mit mir reden. Das war ganz einfach. Jetzt haben wir einen Namen, kennt ihr ja. Könnt ihr mir den mal bitte sagen? Geh jetzt mal unter zu eurer Brücke. Ich muss so unbeholfen runterlaufen. Upsala. Ich mach jetzt einmal kurz den Weg mit Drehbox, dann zahle ich das Teil, das gerade Teil aus. Haben wir das auch geschafft? Dann haben wir jetzt die Burgbrücke. Und das schiebt mal ein bisschen drauf. Einmal auf die Burgbrücke. Auch mal was Besonderes heute. Gehen wir weiter. Drüber. Was, ist hier auch irgendwas Besonderes passiert? Sind hier Leute, die die Burgbrücke gestoßen wurden?
denn? Ja, könnt ihr mal sagen? Spurgraben? Sind ja Leute gefoltert worden? Wenn ja, wer? Könnt ihr mir auch sagen, auch warum? Was haben die Frauen denn getan, die hier verurteilt worden sind? Bemerkbar machen hier, um mir zu helfen. Wie gesagt, ich schalte jetzt gleich um wieder, mach diesen Krach weg. Das sollte euch eigentlich helfen, euch jetzt, was ihr mit mir kommunizieren könnt, das soll eigentlich helfen. Pass auf, danke. Pass auf. Danke für die Warnung. Ich würde echt sagen, ihr habt eine schöne Burg. Schade, dass wir jetzt nicht mehr im Hell gesehen haben. Weil da hätten wir viel bessere Aufnahmen noch machen können. Versuche nachher noch mal die Taschenlampe im Handy mit Blitz noch was aufzubauen. Noch was zu machen. Und wenigstens ein paar Fotos rausbekommen, auch hier im Dunkeln. Sind wir wieder unten im unteren Bereich. Laufen wir wieder rüber, wo die andere Treppe ist, wo die anderen Gebäude sind. Wirklich, ihr habt eine wunderschöne Burg. Habt ihr hier viele Feste gefeiert? Wenn ja, was hat denn alles Schönes gefeiert hier? Außer den Prozessen, die hier gelaufen sein sollten. Kohle! Ja, genau, Kalkofen, genau. Da war's Kohle, genau. Cool, danke für den Hinweis. Ich kann mich gerne hier rumführen, kann man sagen, was hier war. Was war denn hier alles so? Wo geht's denn hier lang? Pass auf, ja. So, was war denn hier? Das Schild oder diesen herholen. Ja, lag, ich baue es nicht ab, ich klaue es euch nicht. So, jetzt ist es wieder hier unten. Große Burg gelaufen. Falls ihr gesagt habt, was hier unten ist, vielen, vielen Dank. Wenn es fertig kommt, ja. Ich mache jetzt mal die Krachmacher aus. Oh ja. Krachmacher aus. Oh ja. Krachmacher aus. Oh ja. Bis gleich.
Ja, oh, ja, sie funktionieren. Ja. Also wie ihr gerade seht, die Lichter funktionieren. Ihr müsst auch keine Angst haben. Also wir können gerne, was sie auch hier reinkommen. Lichtermäßig natürlich. Ich habe hier auch eine Kamera, also wenn da was ist. Oh! Ich sehe gerade, ihr habt gut, anscheinend wurde Energie gefritzt von der Kamera, ist aber anscheinend tatsächlich. Diese ganze Gerät, was ihr hier seht, mit ihr Energie braucht, ja? Um mit uns oder mit Markus, weil Markus sitzt gerade weg, zu kommunizieren, könnt ihr gerne aus Powerbanks und aus dem Laptop und aus den Kameras die Energie natürlich rausziehen. Da war kein Problem. Wir haben hier genügend auch Powerbanks für euch. Ja. Tatsächlich könnt ihr eventuell das KC dann wieder ausschlagen, machen wir das lassen? Nichts sagen? Warum nichts sagen? Dürft ihr nicht reden mit mir? Oder dürft ihr nur mit Markus reden? Also ich mache euch einfach nichts. Okay, sind Präsenz hier noch aktuell gerade bei mir? Seid ihr unterwegs mit Markus? Wo soll Markus hingehen? Soll Markus in den Turm gehen oder zum Bruno? Und das soll Markus in die Kapelle gehen. Ihr sagt vor mal Turm, ist ein Turm was Besonderes? Was ist schön? Ein Turm ist es schön? Oui.
Wer ist aktuell gerade bei mir? Kannst du mir deinen Namen sagen? Ausschlaglasse heißt ja oder nein. Wir können da gerne mal ein Bildchen machen. Hey. Sind hier Menschpräsenzen? Weibliche? Sind hier Leute, die hier verurteilt worden sind? Sind hier Leute, die im Krieg gefallen sind? Wir haben vorhin den Namen Christine oder Christine gehört. Ist die verurteilt worden hier? Ich muss kurz mal was schauen. Die Farbe? Ich kann dir gerne Farbe zeigen. Was für Farbe hättest du gern? Ich mach mal kurz an. Meinst du diese Farbe? Wie findest du die Farbe? Es ist eine schöne Farbe. Oder meinst du die Farbe? Oder die Farbe? Oder die? Fällt dir die Farbe hier? Good luck.
Ich mach die Farbe wieder weg, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Einfach Bescheid geben. So. Sind auch hier andere Präsenzen wie Erzengel? Ja. Also ich möchte mich mal entschuldigen, wenn ich das nicht alles hier verstehe. Das hören wir erst direkt bei dem Haus. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht böse sein, wenn ich ja nicht alles verstehe. Markus ist ja draußen. Seid ihr bei ihm? Soll Markus hier hingehen? Wo soll Markus hin? Soll Markus in den untersten Bereich gehen vom Turm? Das ist jetzt sehr ernst, oder? Ich habe gefragt, wo du hingehen sollst. Nur machen sie, du sollst ein bisschen in den Turm hingehen. Und dann habe ich gefragt, an was für einen Bereich du unterstehst. Und dann haben sie gesagt, ja. Ja, anscheinend hat die sich überschnitten mit dir eben gerade. Ja, saubere Geschichte. Aber interessant. Okay, ihr habt es mitbekommen. Markus war ja schon tatsächlich im untersten Bereich drin gewesen. Anscheinend hat sich das überschnitten mit euch zu mir. Ne? Also das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, also das heißt dann definitiv, ihr begleitet auch schon Markus. Das finde ich gut. Finde ich gut. Hey. ja. So. Bye, whatever.
Also Markus ist, glaube ich, jetzt weg vom Turm. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Aber ich sehe mir ja, wie man jetzt auch diese von euch die Reaktion ich jetzt gehört habe. Okay. Wir sind ja hier in diesem sogenannten Hexenturm. Stimmt das, dass die Verurteilung wohl stattgefunden hat? Ja. Ich hab was gehört, ich bin weg. Was denn weg? Ist hier eine Gefahr für uns? Okay, das war in diesem Stimmgrad. Ja, ich bin jetzt mal ein ja, das ist so, dass ich aus Entwertung natürlich anhöre. Laut hier eine Gefahr für mich, weil er hier ja Sexprinzess war. Auf der Tafel der Name Maximilian gelesen. Wer war der? Ich werde jetzt mal kurz die Klappe halten. Und ihr könnt einfach jetzt mal drauf losreden nach Lust und Laune, was euch jetzt gerade ins Sinn kommt. Ich habe gerade was rausgehört, wer ist das? Ich bin wie, wo? Ich, wo jetzt wieder schnell dazu gekommen sind, ich bin die Melanie. Das ist Markus mit der Spirit Box und rede mit euch. Und ich rede hier im Hexenturm mit euch. Ja, salut. Seid ihr friedliche Präsenz? Wollt ihr kurz mit alleine sein? Ja.
Könnt ihr mir sagen, wie das Wetter ist? Wo findet ihr euch aktuell? Findet ihr euch in einer Zwischenwelt? Findet ihr euch in der Zwischenwelt? Oder da, wo ihr aktuell seid? Sieht das Markus wiederkommt? Ich glaube, er hat die Session beendet. Sieht man so aus? Das ist dann immer schwer. Unser Katzen will auch mal da sehe ich gerade. Weil er wird auch immer Lehrer. So, Freunde. Melanie hat mir gerade eben was Interessantes gesagt, dass ich in den unteren Bereich des Turms kommen sollte. Was gibt's denn da unten? Ihr könnt es jetzt sagen, hier als EVP jetzt, wir machen jetzt gerade eine EVP-Session. Die blöde Lampe da unten, das ist nicht das gerade das Wahre. Machen wir das halt mit der Taschenlampe. Mal was anderes, was wir früher gemacht haben. So. Komme ich auch nicht mehr auf die. Ihr könnt jetzt definitiv mir EVPs geben. Wer ist denn hier? Warum soll ich denn in den unteren Bereich kommen? Wer ist hier? Also, aber mal Frage Nummer 1, wer ist denn hier? Ich laufe jetzt wieder zurück zur Brücke, dann bin ich auch wieder im unteren Bereich des Turmes, wo ihr mich eigentlich haben wolltet. Ich muss feststellen, es schneit langsam. Ob man das nicht einschneit. So, wer ist denn hier bei mir jetzt gerade? Warum soll ich in den unteren Turm kommen? Sagt mal was, wer ist hier? Ich weiß es gerade nicht, was so gut ist. Ich möchte hinausgehen nochmal. Darf ich nicht so. Oh, guck mal, das geht doch so sau gut. Okay, ich laufe jetzt wieder Richtung Brücke. Ganz interessante Burg hier. Wer ist denn hier? Sind das Frauen? Oh, hier war das Wirtshaus. Interessant. Gab es hier Partys? Beziehungsweise Feiern? Wie ist denn hier gefeiert worden? Das Wirtshaus. Wo stand denn hier die Theke? War das hier die Küche vom Wirtshaus?
Ganz interessantes Eck. So, gehen wir wieder über die Brücke. Könnt ihr mir sagen, wo die Stelle war, wo die Frauen gefoltert worden sind? Oh, langsam muss ich leider zurückgehen. Ich habe hier noch eine Warnung vom Akku, von der Kamera. Der Leiter sagt, dass er gleich leer ist. Und deshalb muss ich wieder zurück zum Basislager und eine neue Kamera in den Akku reinmachen. Schau mal, ich lasse es noch ein bisschen mitlaufen. Ihr könnt gerne noch weiterreden. Ihr könnt auch gerne ein paar Geräusche machen. Irgendwas mal rascheln lassen. Ich gehe jetzt nochmal Richtung Turm oben hoch. Ich nehme es lang auf, wie der Kamera da noch mitmacht. Bin jetzt im unteren Bereich. Da ist der Turm, wie man sieht. Ich habe gerade eine ganz komische Stimmung gehabt, wie du weg warst. Ach gut, ich habe eine Kamera. Ach, bei dir auch? Die macht auch fast die Grätsche. Die hat auch nicht mehr viel. Die hat schon für die ganze Zeit benutzt, der war nicht erwartet. Also, ist es schon wieder rausgefallen. Guck, jetzt alle noch zwei. Ja, das ist noch ein Akku. Die ist tot jetzt. Die will noch alle nicht. Ja, also ich habe gerade vorne eine ganz, ganz komische Stimme gehabt. Ne? Aha. Die hat sich total abgerufen und die andere Stimme, die hat gelispelt. Aha. Und ich war dem jetzt so erstaunt gewesen, dass ich den nicht richtig verstanden habe. Das war eine männliche Stimme. Das ist ja mit der spätestens bei der Ausbildung, was so los ist. Also ich denke, dass ich ein paar Dinge habe. Ich meine, wir Lemo, die sagen so, ich habe so verstanden, wenn sie Sprung gesagt haben. Dann habe ich gesagt, soll er in den Turm gehen? Da kommt dann ein bisschen. Dann habe ich gesagt, wo soll er in den Wasserbereich gehen? Die Unterstunde kommt dann ja. Dann habe ich, ey, 2 Minuten, wann habe ich angefangen? Dann habe ich gesagt, das und dann gerade Marsch. Oder 2 Minuten warte ich, aber ich gerade auf dem Platz. Also. Komisch, ne? Das hat sich anscheinend total überschnitt bei deiner. Das sind die von dir. Das ist schon ja. Heftig. Jo. Ja, glaube ich, mach's nicht so mehr. Ja, man hat auch noch ein großes Ding gehabt, eben auch Dinge Turm auch, ein bisschen gefühlt. Oder eigentlich noch, wenn die EVP-Zeichen mache, oder hat er die Kamera auch schon gesagt? Ja, also die Hülle hat er, der K2 geht aber leer. Weil zwischendrin zum ganzen Tag. Ich habe jetzt gesehen, dass er am Anfang zu regnen. Wie weit hat der Schnee übergeht? Oh, da müssen wir, ja. Ich gehe jetzt auch mal, ich gucke jetzt mal, dann auch wieder zu wechseln. Die Schnee übergeht, echt? Ich glaube, sofort wäre das gesprüht, wäre es ein schlechter Schnee. Kein Schneeriss, dann müssen wir von abbrechen wahrscheinlich. Ja, aber habe ich schon nichts gesagt. Sieh mal, Jutta. Ja. Er muss um Farbe, ich habe da nur die Farbe gezeigt. Ich habe nicht mal Sport, ich will noch mit dir kommen und habe als Bildbox-Session noch. Achso. Ich muss schon nochmal mit der Power für die nächsten 72 Minuten. Ja, die sind gemetzelt aus dem Kopf, das sag ich ja auch nicht. Man hat immer genug Material, da ist noch Akkus, wenn du was brauchst. Ach, nein, 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 nein. Geht's aber raus, mach es doch, da hab ich's versprochen. Ja. Und dann geh ich nochmal aus dem Deck mit dem Handy, so, das kenn ich auch noch nicht. Dann mach fast nur noch ein paar Fotos machen. Ich hab deine versprochen. Ich hab so das Gefühl, sie wollen jetzt so reisen, wenn ich drücke. Dass ich die jetzt 5 Minuten allein muss. Dann kannst du mal quatschen, was du aufpassen kannst. Was soll denn so auf Herz, Leute?
Also ihr Leute. Ich gehe jetzt auch noch jetzt raus. Markus geht jetzt noch raus. Machen wir während der Box oben am EVPs. EVPs, glaube ich, Strom oder so. Euch. Ich gebe auch kurz raus, eine Minute oder so. Für ein kleines Experiment zu machen. Und zwar, ich könnte es raus. Und ihr könnt dann einfach retten, auf was ihr jetzt in der Kamera, was ihr Lust habt. Also komplett unbehindert, ich will euch da nicht. Ja. Und dann komme ich nach der Sega 5 und wieder rein. Wer habe ich gemacht? Liebe, wie versprochen, ich bin wieder raus. Komm, wir sind in den Endbereich, wo ich mal Richtung Turm gehe. Und ich habe es ja versprochen eben. Jetzt haben wir wieder für die nächsten 71 Minuten Saft. Neuer Akku ist in der Kamera. Und könnt ihr mir jetzt auch gerne sagen, was ihr noch auf dem Herzen habt. Wie gesagt, ihr habt eine wunderschöne Burg. Ich könnte in solcher Burg leben. Die, wo immer hier gelebt haben, habt ihr dann gerne hier gelebt. Weil wenn es hier sogar ein Wirtshaus gab, dann muss es ja auch geschwind eine Herberge hier gegeben haben. Ne? Kann das sein? Wie gesagt, gebraucht keine Scheu zu haben, mit mir zu reden. Wir tun euch nichts. Im Gegenteil. Ihr könnt uns auch sagen, ob wir vielleicht in Gefahr sind. Da ist der große Burghof. Interessant. Wir laufen mal hier unten mal ein bisschen was ab. Ihr könnt gerne jetzt mit mir reden. Was haben wir hier? Der Schmiedeturm. Ist der Schmied auch noch hier? Was habt ihr denn hier geschmiedet? Habt ihr hier Hufeisen für Pferde? Oder gar auch Schwerter? Hier haben wir noch wahrscheinlich das Teil für Verliebte. Wo geht's hier hin? Der Säulenkeller. Was war denn hier in diesem Keller? Der jetzt eigentlich kein Keller mehr ist, weil das Dach fehlt ja schon. Aber haben wir schon öfters in den Burgen erlebt, dass Keller eigentlich genannt worden sind und eigentlich nur hochgemauerte Geschosse waren. Was war denn im Turm? Weil ich so mir dann nicht gesagt habe, ich soll in den Turm gehen. Zumindest mal in den unteren Bereich, weil diesem Wetter möchte ich jetzt nicht mehr ganz hoch gehen.
Habt ihr auch immer so unsicher gelaufen? Seid ihr auch immer so unsicher gelaufen auf diesen Stein? Ein Baumerstamm dürft ihr so gar nicht mehr bauen, aber ich finde das irgendwie klasse. Wie gesagt, schade, dass ich über Tarkan kennen herkomme, um die Burg mal über Tag zu filmen. So ist so viel wie möglich hier jetzt reinzubekommen noch und werde ich gleich noch ein paar Bilder mit meinem Handy machen, um wenigstens ein paar schöne Nachtbilder noch zu bekommen. Damit ihr eure Burg präsentieren könnt, dass die Leute sehen, wie schön ihr hier damals gelebt habt. So, ich laufe jetzt Richtung Eingang des Turms, komme aber nicht mehr rein. Okay. Da ist so ein Durchgang. Der Ohrenbereich dürfen wir, darf man nicht mehr, so wie es aussieht. Der ist gesperrt. Schade. War das Elbe? So, das interessiert mich nachher mal auf der Kamera. Wie wenn er weiß, sich etwas versteckt hat. Okay. Okay, da ist doch Eingang zum Turm. Wie gesagt, rein gehe ich jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt definitiv zu viel. Da sieht man schön den Eingang. Was ist denn jetzt los? Wieso geht der Lautsprecher aus? Achso, das kann sein, dass er, weil er kein Ding mehr dran hängt. Okay, er hat kein Signal mehr. War also technisch okay. Hey. Ihr könnt euch gerne mal zeigen. So, wie gesagt, ihr habt wunderbare Burg. Schade, dass ich nicht zu eurer Zeit gelebt habe. Die hätte ich gerne mal voll erbracht. Kennengelernt. So, wo sind wir hier? Aha, interessant. Auch irgendwelche Räumlichkeiten. Könnt ihr mir sagen, was hier war? Wie ihr seht, ich bin sehr neugierig über eure Burg. Ihr könnt ruhig auf die Kamera quatschen, so viel ihr wollt. Je mehr, desto besser ist es. Das ist echt eine geile Burg. Schade, dass ich die nicht echt in der Tag habe. Ansonsten würde ich nämlich sagen, die Kamera jetzt langsam abschalten und werde. Gut, ganz darin gemeldet müssen wir jetzt offensichtlich nicht. Oder gibt es hier was ich sehen sollte? Ich meine, die Sache ist auch die, wenn wir die Filmerei hier auswerten und ja entsprechende Antworten von euch haben, kommen wir auch vielleicht ein zweites Mal wieder. Boah. So, wie gesagt, ich schalte jetzt die Kamera ab. Und fange jetzt an, ein paar Fotos zu machen von dieser Burg. Ich sage mal jetzt für dieses Zeichen tschüss. Wir werden es gleich wieder am Computer hören. Ciao. Wir haben jetzt nochmal die Quantenbox drauf gemacht. Nochmal kurz und bündig. Als allererstes möchte ich mich gerne für die ganzen Kontakte bedanken. Ja, ich mich auch. Vor allen Dingen auch die für
die schönen Spiele, was wir zusammen gehabt haben. Warum weiß man mit einem Experiment gerade noch gar nichts, wo er weg war? Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch gut mit ihr vielleicht geredet habt, als ich mit der Kamera in der Burg unterwegs war. Ich hoffe auch, wo ich mit der Kamera unterwegs war, ziemlich, also am Anfang, dass er wirklich fleißig drauf geredet hat. Ansonsten habt ihr eine wunderschöne Burg. Schade, dass wir über Tag nicht haben können, hier vorbeikommen. Weil ich hätte gerne mehr Ertrag gehabt. Und ansonsten sagen wir hier dann Tschüss. Auch Tschüss von mir. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr irgendwas mitbekommt, was interessant wäre, werden wir wiederkommen. Auf jeden Fall kommen wir gerne nochmal hierher. Genau, sehr gerne, weil wie gesagt, ihr habt eine schöne Burg. Dann sag mal Tschüss. Tschüss. Ja, also, so, das war's. Also ich